Ja, hey, wir machen nochmal den 34. Sampler. Ich glaube, das ist ganz gut. Also zu Besuch bei Marte im Atelier, 34. Sampler. Oh, jetzt kann ich machen. Ja, eigentlich hatte ich den schon angedreht und es ging viel um die Yo-Hai, weiß ich noch. Aber genau den Teil habe ich von der Festplatte rasiert. Genau den Teil habe ich von der Festplatte rasiert, wo ich mit der Yo-Reihe weitermache. Wir haben die EOS ausprobiert, das ist eine ganz gute Sache. Wir probieren gerade ein Xiaomi aus, das ist mein aktuelles Handy. So eine Note 13 Reihe, Red 1 Dings, irgendwas. Gehört zu Xiaomi, naja, egal. Das ist auch sehr interessant. Ich sehe auch gerade, weil ich gucke gerade in den Monitor. Und ich glaube, das wird nichts mit den Daten zurückholen. Das hat jetzt eine Woche gedauert und der Kollege hat es nicht hinbekommen. Ist jetzt, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Ich habe auf jeden Fall zu der Yo-Reihe geredet, weiß ich. Ich bin auch viel, viel weiter, weil ich habe es 2-3 Mal ins Atelier geschafft. Das habe ich mir gerade eben überlegt. Das werde ich auf jeden Fall fertig machen. Ein Parrot. Anders für Dings. Kennst du Papagei? Genau, und bei der Yo-Reihe, da war ich noch nicht so weit. Kann ich mal einmal hier reinhalten. Ist vielleicht auch ganz interessant. Das große Yo ist dann halt so weit. Ich habe hier auch so einen Knochen gemacht, fand ich witzig. Ich habe Sehe bis Sage nichts einmal noch eingebaut. Aber ich bin noch nicht weiter. Ich habe Gold gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Goldspachtel nicht sogar gefilmt hatte. Ich weiß nur, dass diese Daten auf jeden Fall weg sind. Das andere Yo ist nicht so weit. Das andere Yo habe ich Gold und Rot reingemacht. Und eine Figur chillt schon mal im I-Punkt. Es ist sehr dunkel geworden durch die Töne. Da müssen mehr hellere Farben rein. Und später noch geile Outlines und Highlights, damit man die Buchstaben cool erkennt. Ich weiß auch aus der Erinnerung, dass ich euch mitteilen wollte, dass ich mit der Kotschak-Reihe weitergegangen bin. Jetzt ist das Ding, ich habe mein Tablet in Herten gelassen. Irgendwie vergesse ich das immer in dem Regal da. Und dafür hätte ich das jetzt gebraucht, für diese Figur. Und ist ein bisschen blöd jetzt, aber ich mache mal einen Stopp. Ich weiß nicht, wann ich das cutte. Hier bin ich weitergegangen. Ich bin gestern noch in den Panzer gegangen. Ich werde euch an diesem Bild zeigen, wie man solche Löcher flickt. Und an dem zweiten. Ich wollte halt dieses Kriegsszenario oben auf jeden Fall abbilden. Ich habe auch schon gesagt, dass er halt viel für die Kids gemacht hat. Also diese Gedankenblase, even. Also wichtig ist halt, you can change the world. Weil Kids immer aufgebaut hat und dann, auch wenn ich es nicht konnte, und auf Deutsch steht oben drüber, tut mir leid. Ich werde das irgendwie mehrsprachig machen müssen in den nächsten Kotschak-Videos, die direkt dafür sind. Hier habe ich dann auch nochmal einen Soldaten angefangen einzubauen. Allerdings ist auch dieser auf meinem Tablet aus, ohne Tablet habe ich das Himmel gemacht, der weinte. Also das Statement, deswegen das. Und ich habe mehr Wörter eingebaut. Ich habe auch mehrsprachig gearbeitet. Ich denke, wichtig ist zusätzlich zu den Bildern halt auch Sprache zu benutzen. Und eigentlich gibt es eine Doku, die Steine weiten, heißt sie. Deswegen da auch Steine mit seiner kaputten Brille, seht ihr? Und da wird ein Soldat sein. Und hier halt Regen. Weil in meinen Augen der Himmel dann halt weinte und deswegen auch dieses Blut überall. Hier habt ihr 3 Kinder, die spielen und gleichzeitig ein Kindergesicht, wo... ich weiß nicht, das war jetzt vielleicht hässlich ausgedrückt, aber es ist wirklich sehr viel Gewalt damals stattgefunden in Warschau, den Ghettos.
8. August ist der offizielle, glaube ich, Todeszeitpunkt. Ich habe vergessen, wann man sie in den Zug gesteckt hat nach Treblinka, aber plus 8. August waren alle Kinder und Janosch tot. Und das will ich alles ein bisschen aufarbeiten. Das wird auch lange dauern und es ist auch zwischendurch. Im Moment ist es einfacher, muss ich sagen, weil ich einfach nur noch an dem Bild arbeite und mich gar nicht so intensiv damit auseinandersetze, weil ich 3-4 Bilder angefangen habe und die ersten fertig habe. Gebäude, wenn ich ein Gebäude krass machen möchte, das ist immer schon viel Arbeit manchmal, weil ich mir halt Mühe geben möchte auf verschiedene Weisen. Und hier wollte ich halt mit modernen Stilen arbeiten, aber trotzdem diesen starken Ausdruck vermitteln. Und ich finde das schon heroisch. So, ich bin ja selber im sozialen Bereich tätig und so, ey. Und ich weiß nicht, ob ich so viele intensive Schritte gegangen wäre wie vielleicht Janosch Korczak. Es gibt auch einen Punkt, so da will ich mich selber nicht herausfordern, weil darüber will ich gar nicht nachdenken, weil das so eine krasse Zeit ist, dass ich glaube, das ist schon auch die Situation so extrem. Man ist ja immer für seine Schützlinge, geht auch schon mal dazwischen. Dies, das, jenes, aber das ist nicht der Zweite Weltkrieg und du lebst nicht im Ghetto und versuchst irgendwie 60 bis 80 Kinder zu retten und am Ende, obwohl du die Möglichkeit hattest zu fliehen. Das Gemälde ist soweit fertig. Ich glaube, die Krone mache ich noch hier, diese kleine Krone da. Das ärgert mich auch, weil da gehe ich gleich vielleicht noch ein paar Minütchen ran. Ich will meine Partnerin auch heute nicht zu lange alleine lassen. Der Sommer hat angefangen, ich arbeite wieder im Park ein bisschen. Ich chill da, dies, das. Coole Sachen. Aber ja, ich habe meinen Darth Vader-Helm in Herten und habe so coole Fotos von Darth Vader, aber auf meinem Tablet. Und ich habe keinen Bock, das über mehrere Geräte zu machen. Deswegen nehme ich mir immer die Zeit für das eine Gerät, dann das andere Gerät. Du weißt, der Gerät. Ich denke, das wird jetzt nicht helfen. Aber ich mache jetzt Folgendes. Heute habe ich was beendet, dass ich vor kurzem angefangen habe. Das finde ich witzig, weil ich ja im Moment auch mit diesen Tiki-Affen unterwegs bin, als Sticker und auch ein paar Gemälde. Das habe ich dann heute beendet und vor ein paar Tagen mit Lackierung. Sehr, sehr wichtig. Jetzt ärgert mich das, weil ich jetzt die erste Version natürlich nicht hier habe. Ich denke, die ist dann in Herten. Volkers grüne Bude mit ganz spezieller Widmung ist fertig. Ja, jetzt bin ich hier mit Schatten. Ich fand es schön, so einen abgedrehten Himmel zu machen. Das gibt es als einzelnes Video mit leichter Verspätung. Aber ich denke, alle wichtigen Namen sind drauf. Hier steht auch für Volker. Ich muss irgendwie aussehen. Ist auch schon lackiert. Ne? Und Lang Bochum. Das Ding wurde übrigens vor ein paar Wochen geklaut. Das war noch bis vor ein paar Wochen da. Hier ist nämlich so ein Loch wegen dem Brand. Und das hat man vor ein paar Wochen entfernt. Und da ist jetzt klafft jetzt so ein Riesenloch drin. Ich glaube, es war ein Brand. Und die blonde Frau habe ich vorsichtig wieder reingecheckt. Das blaue Chrom-BMX von Richard, NRW mehrfach. Und dann die grüne Bude. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine coole Nummer. Da wird sich der Volker freuen. Vielleicht frage ich ihn, ob ich ihn filmen darf. Wenn er das bekommt und die Inliner, weil wir sind unglaublich viel und sehr glücklich gewesen mit dieser Inliner-Fahrerei in Lang Bochum. Ich glaube, das habe ich erwähnt. Also da werde ich mich bemühen, irgendwie noch all diese Sachen irgendwie zusammen zu catchen, zu coolen Erinnerungen und Videos und Gelaber. Vielleicht finde ich noch ein paar Zeitzeugen, die Bock haben, über früher zu reden. Das wäre cool. Und dann können wir so gemischten Content machen mit Zeitzeugen, Erzählungen. Die Leute sind ja jetzt auch alle Richtung 40, 35, 42 und so weiter. Und naja, mal schauen. Pau, 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 pau. Boah, was habe ich gerade hängen gebliebenes gesehen? Ich baller mir P. Diddy bei Ben Bugatti gerade, Part 1, und weiß gar nicht, ob ich das... Nee, habe ich nicht gesehen, kein Like. Weil ich like eigentlich meistens die Videos. Aus dem Grund, dass ich weiß, dass ich die gesehen habe. Außer sowas wie Attilas Schallzentrale. Wenn es mich dahin verschlägt für 5 bis 10 Minuten, das kann man doch nicht liken.
Auch wenn man aus Fremdscham zuschaut oder so, oder wie heißt dieser andere Satudara Homeboy da, gar nicht gut, Alter, gar nicht gut, Alter, gar nicht gut. Aber andererseits furchtbare Unterhaltung, so Guilty Pleasure Shit. Aber ich bin da raus, ich bin da raus. Ich will damit nichts zu tun haben, ich gucke das noch manchmal. Weil man manchmal, wenn du schlimme Sachen siehst, kannst du nicht weggucken. Und Rasha Johnson fährt Inlineskate, guckt euch lieber das an, viel, viel besser, kauft euch Inlineskate, spart euer Geld, so unter 45 Schuhgröße kriegt ihr geile Dinger, Alter, auch für so 200 Euro könnt ihr mies fahren oder BMX, bisschen teurer halt, aber Gebrauchte kann man sehr, sehr gut online kaufen. Vielleicht für 200, 300 Euro sind gute Sachen dabei. Also ich habe eins für 75 mal gekauft online. Fahre ich selber ab und zu. So. An diesem Punkt. Oh, 31. August wahrscheinlich BMX Contest Skatepark Recklinghausen. Vielleicht eine kleine Sneak Preview. Ich werde wahrscheinlich Würstchen grillen. Vielleicht kann ich an... mal schauen. Also der Flyer wird auch von mir erstellt. Da freue ich mich drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auf den Deze Parrot. Parrot, you know? Parrot. Papagei. Yeah, gut. Ich hoffe, alles ganz cool geworden. Jetzt die Aufnahmen von dem Handy. Ich habe ja jetzt schon das erste Rosa Parks Video geschnitten mit den Aufnahmen. Und sehr, sehr geil war, dass auf der EOS die Aufnahmen ich noch nicht rübergezogen hatte auf den Computer, sondern einfach irgendwie 10 Tage draufgelassen habe, bis ich Schnitt mache. Und dadurch waren die Aufgaben dann halt gerettet, zum Teil. Auch wenn die dann immer durcheinander kommen. Ich hoffe, auch das ist in eurem Sinne. Ich rede ja immer zwischendurch den ein oder anderen Käse oder auch Fromagios. Und, aber ich glaube, das gehört ein bisschen dazu. Zu dem Bereich Livestream. Es wird auf jeden Fall etwas dauern und es werden regelmäßig Livestreams kommen. Die letzten 2 Wochen war ich halt, ich habe Sachen rausgesucht, aber ich war einfach nicht, ich hatte nicht die kognitive Stärke, diese Streams zu machen. Also ich glaube, die wären ganz cool geworden und ich habe auch gesehen, die Leute haben geguckt. Im Nachhinein mindestens immer 50 Leute oder so. Und die Streams waren immer spontan. Und der Plan war es, Mittwoch zu streamen. Habe ich nicht geschafft. Also, ich war mittwochs oft sehr müde und habe das mit dem Stream nicht geschafft. Bei den polnischen Videos bin ich auch nicht hinterhergekommen. Ich habe meine 50 nicht geschafft, aber vielleicht male ich noch im Nachhinein eine 50 feiern oder ich mache daraus eine 55. Ich habe zumindest die Skizzen gemacht und so, aber jock hier. Ich versuche halt auch in Zukunft den Content zwischendurch ein bisschen mehr zu diversieren, weil wir waren schon sehr divers. Wir haben ja Skate-Videos, wir haben BMX-Videos, wir haben viel Graffiti. Es gibt so sehr, sehr alte Sachen mit Essays, sehr alt, vielleicht auch nicht 4-5 Jahre alt, die letzten Essays, aber die aktuellen sind nicht. Ich habe auch lange keine Musik gemacht. Ihr könnt es bestimmt kaum erwarten, nochmal Musikformate zu hören, aber in dem Sinne, wir bleiben dran und blödeln rum, gehen irgendwo hin und wenn sich die Gelegenheit bietet, dann wird auch gefilmt und so. Und in diesem Sinne, eine Liebe. Boah, jetzt hatte ich es gerade. Ich hatte so einen Witz, so jetzt, der wäre cool gewesen. Eigentlich wollte ich Introducing machen, aber ich habe es vercheckt. So. Guten Tag, mein Name ist P. Diddy. And we making the band. Verstehst du? Für Bad Boy Records. MTV, ich krieg 43 Millionen. Für euch habe ich 7.500 für 3 Monate, müsst ihr aber dann durch 6 teilen. Und ich kriege alle Rechte. High five, Alter. Borat-mäßig. I bought a digital radio clock. My neighbor couldn't afford. Big success. In den Worten von Borat.
Vielleicht muss ich den Witz erklären. Am Anfang vom Borat-Film sagt Borat so, sein Nachbar macht ihm alles nach. So, ich kaufe einen Kuh, er kauft einen Kuh. Ich habe zwei Hühner gekauft, er kauft zwei Hühner. Ich habe eine Treppe gebaut, er hat eine Treppe gebaut. Dann sagt er, dann habe ich mir einen Radiowecker gekauft mit Digitalanzeige. Aber mein Nachbar konnte sich das nicht leisten. Großer Erfolg, ich habe mehr als er. In diesem Sinne, Bau, One Love, MATE, gönnt eurem Nachbarn auch einen Radiowecker.